Hallo liebe Fabela Gaming Zuschauer, hier ist Fabian und ihr habt richtig gehört, der Kanal heißt ab sofort nicht mehr Fabela iMac App Test, sondern Fabela Gaming. Und ich möchte das Jahr 2017 und den März 2017 nutzen, um einen Reboot von diesem Kanal durchzuführen, denn wie ihr wisst, vor 2 Jahren musste ich mit dem Kanal aufhören, weil ich einfach keine Zeit mehr hatte. Und das soll sich jetzt wieder ändern. Es tut mir sehr leid, dass ich damals einfach aufgehört habe. Aber jetzt möchte ich neu durchstarten und ich möchte einen Wunsch erfüllen, der damals sehr oft an mich herangetragen wurde, nämlich auch öfter mal Let's Plays zu erstellen, und damit möchte ich nun beginnen. Ich stelle nun das Spiel Toby the Secret Mine vor. Bei dem Titel handelt es sich um ein Action-Adventure, naja, um einen Puzzle-Plattformer von Head Up Games, die unter anderem solche Spiele wie Bridge Constructor veröffentlicht haben. Und die Entwickler von dem Spiel haben sich sehr an Titeln wie Limbo oder Badlands orientiert. Und ihr steuert hier den kleinen Toby, dieses kleine Wesen. Und der hat ein Problem, nämlich dass die Leute aus seinem Dorf ständig entführt werden. Und alle Leute, die versucht haben, die Entführer dingfest zu machen, sind nicht zurückgekehrt. Und ja, jetzt steuert ihr Toby und ihr macht euch nun auf den Weg, rauszufinden, was mit euren Leuten passiert ist. Und der da vorne, den ihr seht, der Große, der gehört schon zu den Entführern. Und wir werden mal gucken, was uns in diesem Spiel so erwartet. Ihr seht, die Steuerung, die erfolgt hier über Touch-Buttons. Ihr habt hier Pfeile links, rechts, um in die jeweiligen Richtungen zu gehen. Einen Sprung-Button und einen Aktionsknopf. Na, das war jetzt nicht sehr freundlich von dir da oben. Aber so leicht hältst du uns natürlich nicht auf. So, und hier haben wir schon einen von unseren gefangenen Freunden. Und die Kiste hier nehmen wir auch direkt mit, um hier über diesen Vorsprung zu kommen. Ihr seht schon, man möchte nicht, dass wir uns auf den Weg machen. Wir werden das natürlich trotzdem tun. Grafisch und musikalisch ist der Titel auf jeden Fall ganz in der Tradition von Limbo oder Badlands, das sieht man schon. Und es gibt halt sehr viele kleine Rätsel, viele Schalterrätsel. Hier haben wir eine Kiste gefunden, die wir nutzen können, um hier hochzukommen. Manchmal muss man auch gucken, dass man diese Wände und so mal zurückgeht. Vielleicht sollte ich das hier oben auch mal tun. Weil es ist nämlich durchaus möglich, dass sich da irgendwas versteckt hat. Hier haben wir wieder einen Schalter. Okay. So, glaub bloß nicht, dass du ungeschoren davon kommst. Wir kriegen dich schon noch. Ist das auch ein Schalter? Ja. Ihr seht schon, das Spiel hat durchaus so einige kleine Jump-and-Run-Elemente. Ja, das war natürlich nicht sehr intelligent, einfach da reinzulaufen. Upsala, der fährt ja wieder runter. Was haben wir hier? Eine fleischfressende Pflanze. Besser nicht zu nah rangehen. Na? Okay. Was können wir tun? Wir haben hier, glaube ich, einen Bienenstock. Vielleicht kannst du irgendwas, könnt ihr irgendwas machen? Komm hier. Genau. Lass dir mal die stacheligen Bienen schmecken. Und? Wir können vorbeigehen. Gut. Diese Wand hier sieht verdächtig aus. Was
was haben wir hier? Noch eine geheime Wand und einen Schalter. Jetzt bewegt sich hier oben diese Seilkonstruktion. Müssen wir mal gucken. Ah ja, hier wird so ein Stein aus dem Boden gehoben. Und hier oben finden wir eine weitere Kiste, die wir benutzen können. Toby and the Secret Mine ist übrigens nicht nur für iOS erhältlich, sondern auch für Android und auch auf Steam. Also auf ganz vielen Plattformen spielbar. Na, komm wieder hoch. Ja, man muss natürlich schon genau springen. Und zwar nicht genau in die Stacheln, sondern genau auf die Plattform. Ich steuere das Spiel auch komplett über die Touch-Buttons. Ich habe nämlich gar kein Gamepad für iOS. Oder fürs iPad im Allgemeinen oder iPhone im Allgemeinen. Die sind mir eigentlich zu teuer. Und von den günstigen weiß ich noch nicht so genau, was man davon zu halten hat. Aber vielleicht habt ihr ja da auch einen Tipp für mich. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren posten, ob ihr irgendeinen guten Controller für iOS kennt. So, diese Kiste hier können wir garantiert nutzen, um nach da oben zu kommen und diesen Schalter hier zu aktivieren. Okay. So, und jetzt? Was hat sich jetzt getan? Ich hab keine Ahnung. Upsala. Ich wollte dich gar nicht umdrehen. Komm, in die Richtung wollen wir. Was ist passiert? Merkwürdig. Gut, wir schieben die Kiste einfach mal darüber und... Habe ich die nicht gerade erst von da geschoben? Was können wir jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas ist passiert mit dem Schalter. Hallo Katze? Seht mir übrigens bitte nach, wenn noch nicht immer alles so optimal fluppt bei diesen Let's Plays. Ich bin kein erfahrener Let's Player und muss mich da erst so ein bisschen reinfuchsen. Okay, jetzt haben wir hier zwei Kisten. Was macht denn dieser Schalter? Okay, der hat die eine Kiste jetzt nach da unten befördert. Wenn ich die jetzt hier drauf stelle und wir hoch, beide Kisten hochfahren, schnell an die Wand schieben, dann könnte ich doch auf beide Kisten drauf gehen. Hier ist ein Schild. War da eben nicht schon mal ein Schild? Da ist doch schon ein Schild. So ein Dreieck. Dann so ein... Wie viele Ecken hat das? 8? Nee. 6 sind's. Okay. Dreieck. Okay, was haben wir hier? Und unten ist noch ein Schild. Dreieck. Hallo? Warum kann ich hier nichts drücken? Sehr merkwürdig. So, also nochmal Dreieck, Sechseck. Dreieck, Sechseck. Dieses Symbol. Jetzt ging es auch. Es hatte sich also tatsächlich das Spiel eben kurz bei mir aufgehangen, sodass die Touchflächen nicht reagiert haben.
Hier haben wir jetzt einen interessanten Regenabschnitt. Auf jeden Fall sehr stimmungsvoll. In die Stacheln sollte ich besser nicht geraten. Okay, hat doch ganz gut geklappt. Okay, und jetzt? Kann ich hier auf irgendeine... Ah ja. Den hier kann ich drauf springen. Hallo, Schalter. Und dann probieren wir mal, ob wir den Schalter da hinten betätigen können jetzt. Jawohl. Ich kann jetzt nicht garantieren, dass wir hier nicht irgendwo welche von unseren Freunden übersehen haben. Also ja. Oh, das war knapp. Gut, das ist gerade so nochmal gut gegangen. Wieder langsam, ne? Naja. Hier haben wir einen Schlüssel. Gut. Die Wand sah halt schon sehr verdächtig aus. Hier können wir die Kiste ein Stück schieben. Wo kommen wir hier hin? Ist hier auch eine. Ja. Und einer von unseren Freunden. Gut so. 5 von 26. Naja, ich kann nicht garantieren, dass wir alle finden. So. Dieser Schalter da oben, der hat, glaube ich, diese Plattform hier entstehen lassen. Oh, das war natürlich ein ganz miserabler Sprung. Ein ganz miserabler Sprung. Okay, aber... Uiui. Den Schlüssel haben wir noch. Die Plattform ist auch noch da. Probieren wir es einfach weiter. Das Schöne an dem Spiel ist... Was muss ich hier machen? Es bewegt sich. Ah, vielleicht kann ich das in Schwung versetzen. Das Schöne an dem Spiel ist, dass man es einfach quasi immer wieder probieren kann. Also egal wie oft ihr sterbt, das spielt keine Rolle. Es gibt sehr faire Checkpoints. Man wird nur ein kurzes Stück nach hinten versetzt und kann dann weiterspielen. Relativ frustfrei. Komm. Oh, das war verdammt knapp. Und hier müssen wir den Schlüssel einsetzen. So, dich holen wir da raus. Ist doch Ehrensache. Was haben wir hier? Verflixt. Ach, das ist nur ein Schalter gewesen. Okay. Schöne Loren-Animation als Ladeübergang. Vielleicht dürfen wir später ja wirklich mit einer Lore fahren. Das wäre doch cool, oder? Was können wir hier machen? Schalter, da kommt Wasser da oben raus. Und das da sieht aus wie ein Eimer. Vielleicht können wir den irgendwie lösen. Hä? Was ist hier schon wieder? Ah, hier ist doch ein Versteck. Und ein Schalter. So, jetzt baumelt der Eimer genau richtig. Jetzt können wir mal gucken. Ja, und? Was passiert? Passiert überhaupt irgendwas? Doch, der Eimer senkt sich, okay. Der Eimer senkt sich. Ah, und das Tor hier hinten ist jetzt aufgegangen. Das finde ich gut. Und was haben wir hier? Noch ein Wasserrätsel. Wahrscheinlich schaffen wir den Sprung nicht direkt, oder? Nee, schaffen wir nicht. Hoffentlich komme ich wieder zurück. Okay, was könnte hier sein? Das da unten, das sieht doch aus wie ein Hebel, oder? Wir können diese Wand reinschieben. Dadurch steigt der Wasserspiegel und das Holz auf dem Wasser. Und hier befindet sich ein verstecktes Zahnrad. Was auch immer wir damit machen sollen. Und was ist hier? Hier ist doch noch ein Zahnrad. Ich weiß jetzt nicht so recht. Komme ich da rüber? Nee, da kommen wir natürlich nicht rüber.
Schalter funktioniert nicht. Okay, jetzt haben wir 3 Zahnräder. Und was machen wir mit denen? Können wir die in diese Richtung hier schieben und dann? Ja, dann geht die Wand da hoch, okay. Ja, und ich gehe direkt mal hinterher. Jetzt können wir aber den Schalter hier aktivieren. Jetzt wird das Wasser abgepumpt, gut. Und die Wand senkt sich. Sehr, sehr schön. Und wir sind im nächsten Abschnitt. Hä? Was ist jetzt passiert? Nein, ich bin... Ach, Himmel. Im Ernst jetzt? Ich bin hier eingequetscht und komme nicht mehr raus? Zwischen Wand und Fahrstuhl? Also? Sorry, da müssen wir wohl einmal ins Hauptmenü und das Spiel neu starten. So, neuer Versuch. Fahren wir hoch. Das Schild hier macht ja nicht gerade Mut. Hallo Krähe. Moment mal. Nein. Okay. Lieber schnell weg vor diesem Typen. Oh, und noch ein Geheimgang. Er sieht so ein bisschen aus wie Jabba the Hutt aus Star Wars, oder? Ein bisschen schon, finde ich. Nein! Das war natürlich nicht intelligent. Aber ich konnte ja nicht wissen, dass der da nach oben fährt. Ich wollte erstmal hier an der Wand gucken, ob es hier noch ein Versteck gibt. Jawohl. Und? Kann ich jetzt direkt hier hin? Verdammt, er kommt, er kommt. Ach, komm schon. Gehe ich halt lieber hier lang, weit weg von dem. So. Okay. Hier unten. Lieber mal schnell weiter, bevor der Typ wieder kommt. Jetzt haben wir hier eine Hütte. Und einen Schalter. Hm. Jetzt ist der Schalter an, okay. Was ist hier? Noch ein Schalter. Und noch ein Schalter. Aber jetzt ist da unten. Jetzt ist wieder nur ein Schalter an. Der hier wieder ausgegangen. Ah, jetzt ist wieder nur der andere an. Vielleicht bin ich einfach zu langsam? Möglich. Gucken wir mal. Jetzt sind beide an. Gut. Das war's also. Oh, nein, nein, nein. Bitte nicht. Ich befürchte Schlimmes. Das ist so ein Merkrätsel. Okay, man muss also sich die Position merken von den Steinen. Welcher war es, der da? Ich bin darin überhaupt nicht gut. Den. Jetzt? Nein. Ich weiß, man sollte ja eigentlich systematisch vorgehen, ne? Aber... Da ich mir das eh nicht so genau merken kann. Wollen wir mal ganz unten. Und jetzt? In der dritten Reihe haben wir noch selten einen. Okay. Hat besser geklappt als gedacht. Und wir sind in einem komplett neuen Abschnitt. Und wer wissen will, wie es mit Tobi und seinem Abenteuer weitergeht, der soll bitte auch beim nächsten Teil einschalten. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch
ein paar schöne Kommentare und ein Abo freuen. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.